Ja, guten Abend, Servus, Metalliken und Grätzi Leid. Jo. Wir machen heute auf jeden Fall mit dem nicen Scheiß von letztes Mal weiter, wo ich richtig nice am Anfang mit Cone Crazy oder Pylonen Chaos meine 200.000 zusammengefarmt hatte, dass ich in der Crazy Edition, die Refund Edition, wie ich sie gar nicht nennen, weil es einfach von der Peinlichkeit nicht zu überbieten ist, ne? Dass wir da einfach so schnell wie es geht, ich weiß, wie die durchkommen. Auf San Andreas bin ich zwar überhaupt noch nicht hyped, aber auf jeden Fall. Müssen wir jetzt mal das ganze Zeug so nach und nach abschließen, dass ich mir heute in die OG-Sachen rein kann, vor allen Dingen auf GTA 3 Speedrun irgendwann mal. Richtig nice Sache, und ich hätte gesagt, rushen wir doch gleich mal rein, ne? So, letztes Mal hatten wir ja gespeichert gehabt, wa? Genau, da hatten wir die 200.000 knapp. Ah, wir waren ja sogar schon bei Dias, stimmt. I remember. Und schön immer das Radiorad benutzen, wichtig und richtig. Ich lasse quasi eigentlich nur Ingame-Radio an, damit ich das schöne Mission Pass anhören darf. Und ja. Da muss das Game noch etwas leiser machen, das ist etwas am reinballern gerade. Fällt mir gerade auf. So. Moin Moin, Servus, X Lucifer, X Boss, grüß dich. Hoffe, ist alles fit. Alter, ich kann es kaum erwarten, bis ich das Spiel durch habe. Das kann sich echt keiner ausdenken. Ich als OG-Spieler von den ganzen Trilogien, da bin ich echt sehr enttäuscht von dem ganzen Zeug. Muss man ehrlich sagen. Aber man kann nicht alles haben, wa? Ah, okay, sehr gut. Ich hoffe, bei dir geht es heute nicht mehr allzu lang. Hoffen wir mal, dass alles gut läuft. Ja, weil City ist halt einer der Games, einer der ersten GTAs, kann man sagen, wo man halt richtig abhypen konnte früher. Auch wenn ich zuerst mit San Andreas angefangen hatte, als 9-Jähriger ungefähr. Ah, verdammt. Tommy Vercetti, you remember me. Excuse me, I'm a 12 Stunden, das ist natürlich bitter, hey. Mein Beileid. Ich hatte Glück, dass ich wenigstens 6 Stunden chillen konnte, mehr oder weniger, auf der Arbeit. Da war das eigentlich was entspannt heute. Nachdem ich gestern 2 Stunden Überstunden geschoben habe, weil ich mir gedacht habe, man hört alle 2 Stunden kürzer. Alles easy peasy. Ach, sehr gut. Umso besser. Muss man nicht allzu sehr sich ablagen, dann hat er auch was. Alter, ich komme auf diese Kamerabewegung nicht da in dem Spiel. Ne? Das ist. Ich kann da so viel verstellen und machen, wie ich will. Das fühlt sich halt nie ordentlich an, wie man es gewohnt ist. Ne? Das ist der Hammer. Aber ich habe mir jetzt erstmal sehr viel Geld vorab reingeholt, dass ich es das einfach so schnell wie möglich durchziehen kann mit Malibu Club und allem Möglichen. Schwiggy, Servus, na? Alles fit im Schritt, mein Maßstock heute auf dieser Arschter. Wenn ich jetzt den Speedrunning-Trick wüsste, ne? Dass ich jetzt einfach schneller als der nach vorne sprint und die Karre schon mal holt und ihn irgendwie killen könnte. Wäre das natürlich eine feine Sache, ne? Bei mir ist es auch alles klar, alles easy peasy gelaufen soweit. Nicht allzu viel Stress, wie sonst die letzten paar Tage vor Weihnachten, jetzt am Anfang des Jahres ging alles klar endlich. Hoffe, bei dir ist auch alles nice. Ach stimmt, wenn ich da 100 springe, trigger ich dann irgendwann nimmer, gell? Scheiße. Ich hoffe mal, der rafft sich wenigstens, wenn ich aufs Auto draufsteige. Scheiße. Das reicht nicht aus, wa? Oh, doch. Sehr gut. Sehr fein. Ja, genau, der nimmt den ab. Ich weiß nicht, wie man den vorher triggert, ist der spawnt.
Aber ich muss ihn halt sowieso folgen, theoretisch. Das macht sie keinen Sinn. Noch schnell das Leben holen, bevor er abhaut. Eieieiei, komm. Gas, 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 gas. Ja, ich spiele ab und zu mal Battle Reams, das stimmt. Werde ich demnächst auch wieder weiterführen müssen. Ja, hoffentlich, ey, das muss. Ich meine, mal wieder seine Kröten im Monat nicht, umsonst bist du scheiß, Internetunterbrechungen haben die ganze Zeit, ne? Das ist mega nervig. Aber zum Thema Battle Rams, also mittlerweile in der Sand Edition komme ich ja fast so gut wie überhaupt nicht mehr klar. Wenn ich auf Hard Mode einstelle, das war früher in der ersten paar Versionen, in der GOG-Version, in der Version 1.5, war das noch alles easy machbar, ne? Aber mittlerweile ist die KI so derbst krank hardcore, das ist echt krass. Einfach mal mitten in der Story, in dem einen riesen Lotusland, einfach mal Trial and Error, mindestens 5 Anläufe am Anfang gebraucht, immer noch, und ich bin immer noch am Anfang. Oh ja, können wir echt mal machen, hey. Weil früher, als ich mal versucht hatte, online zu spielen, da waren ja nur Leute mit ganze Zeit Hex und Trainer unterwegs. Das war ja richtig ekelhaft. Da habe ich mich immer mal wieder mal ermutigen wollen, im Multiplayer zu spielen. Kaum war ich in Level drin, ein, zwei Minuten später, zack, direkt gebrushed worden. Komplett aber. So schnell hätte der überhaupt keine Einheiten ausbilden können, und das machen die halt jedes Mal, ne? Das ist echt traurig. Genau. Genau, aber mittlerweile wird ja auf Steam auch wieder Multiplayer angeboten über Steam Play. Das geht mittlerweile auch wieder, nur da ist mehr oder weniger auch noch sehr viel Stabilitätsproblem dabei, aber es ist halt klar, neu integrierte API und so weiter, ne? Verständlich, dass das nicht so gut läuft am Anfang. Aber wenn das mal richtig ausgereift ist, ey, dann macht's auch mal richtig Bock. Oh, ich könnte gleich mal die Ding holen, wenn ich hier absteige. Mehr oder weniger freiwillig. Hier gibt's auch die, wie heißt sie? Nichts weit. Fällt gerade echt der Name dran, wie die heißt. Ja, das ist, ich finde es eigentlich schade, dass die ganzen deutschen Sprachausgaben noch nicht da Dinge importiert werden können. Ich habe es mal lange Zeit probiert gehabt, die ganzen Soundfiles zu überschreiben, aber da hat man das Spiel immer so oft abgekackt. Weil ich halt einfach die deutsche Sprachausgabe besser finde als die englische. Aber ich habe es auch noch von der Computerbildspiele damals von 2003. Die schöne 1.1 Version mit einer Patch von 1.5 noch. Oh ne, also Schwiggy, ich merke zumindest rein performance-technisch, merke ich eigentlich von der Definitive Edition überhaupt nicht, dass es besser läuft, wenn ich ehrlich bin. Da ist mittlerweile echt so dermaßen auch die Luft raus, was die Updates angeht, das ist so traurig. Vor allen Dingen, weißt du, wie der Rockstar mehr oder weniger auf Knien gefallen ist und die ganzen Customer quasi vorgeheuchelt hat, ja, wir werden das Spiel so schnell wie möglich das beste Update geben, ne? Man hat es gesehen, das Einzige, was gemacht wurde, war der Regen gefixt, was eigentlich das Allereinfachste war. Und halt die ganzen Titel rausgenommen, damit das Spiel erste Mal aus dem Store raus musste, ne? Das ist echt krank. Es geht halt einfach jeder besser hin, das ist einfach so, das stimmt, ja. Und die längsten Modder-Communities und alles mögliche haben sie einfach Tage vorher, bevor das Game kam, einfach mal zerstört, ne? Einfach mal alle Webseiten abschalten lassen, hey. Man hat es ganz genau wussten, die hätten eine riesen Konkurrenz, ne? Und es sagt ja schon alles über die Sache aus, was hier abgeht. Wahrscheinlich haben sie die Modder noch nicht mal dafür bezahlt, dass sie ein paar Mods von denen nehmen. Nicht so wie bei Minecraft oder sonst wo. Lance Vance Dance. Ah, schade, dass man nicht killen kann. Mission Fail.
Lance Van Stance. Lance Vance, poor bastard. Poor bastard, Lance. Where the hell are we at it anyway? Prawn Island. You ever fire one of those from a whirly? Aber ich muss echt sagen, ich habe bei City 4 zu spät lieben gelernt. Gegenüber San Andreas war es für mich damals so als 9- bis 10-jähriger Knabe richtig abfuck. Da merkt man da einfach, wie leicht San Andreas gegenüber den alten Spielen noch ist. Von den alten GTAs. Handy-Mick, oh. So, oder ne? Muss echt mal gucken, hey, das Spiel ist doch relativ laut gerade, sehe ich. Das Einzige, was jetzt ein bisschen besser geht, ist, dass es flüssiger läuft. Das ist das einzige Punkt vielleicht. Damit man die KIs besser abschnetzelt. Zumindest Framestarter das Spiel nicht mehr so arg wie sonst. Genau, auf jeden Fall, ja. Also mir kam es zumindest so vor, als ich bei der Sanity ein paar Mal als Multiplayer gezockt hatte, da kamen nicht so viele komplette Timeouts, dass quasi die Verbindung immer komplett unterbrochen war mit der Zeit. Ich habe früher mal öfters mit meinem großen Bruder LAN gezockt und da hattest du mal das Problem, dass du halt nach knapp 30 Minuten, wenn du mal Pech hattest, einfach mal die Verbindung getrennt hattest und dann warst du quasi nur noch auf Lokalspiel die ganze Zeit, ne? Das war halt auch blöd. Da wurde quasi dein Mitspieler durch eine KI ersetzt und hast einfach nur gegen KIs gezockt. Oder halt gegen andere lokale Spieler halt. Aber da war, wie gesagt, wenn da halt irgendwas unterbrochen war, dann war es halt einfach aus, ne? Hatte sich halt leider nicht fassen können, das Spiel, dass es irgendwie wieder neu verbunden hätte in der Lobby, ne? Hat er leider noch keine Connection Request Abfrage oder sowas in die Richtung. Okay, you're on your own from here. Good luck, brother. Yo, yo, yo. Thanks, Lance Benz. Ja. Das stimmt. Und vor allen Dingen, wenn man gegen die ultimative KI spielt, weil einfach alles auf 100% hat, ne? In den Textfiles. Das ist eigentlich fast unschaffbar dann. Einfach nur krank. Aber das Game halt ist halt echt riesen Nostalgie, zusammen mit Rollercoaster Tycoon 1 damals, ey, das wurde so totgesuchtet alles. Das ist so unfassbar geil gewesen alles, die ganze Zeit. Nur leider bin ich nie so wirklich mit Konsolen aufgewachsen, habe ja auch sehr viel Prägendes verpasst. Gerade PS1 Zeiten und so weiter, hätte ich alles haben können theoretisch, aber naja, ne. So wie es halt kommt. Dafür hatten wir ganz am Anfang mal eine schöne NES gehabt. Einfach mal richtig nice, ey, ganze Mario-Teile reingesucht, die ganzen Mario Brothers. Und bis heute glaube ich noch nie den dritten Teil durchgezockt bekommen auf der NES, ohne Save States. Naja, das ist halt, das ist wirklich so, das ist echt traurig. Vor allem, weil du halt mittlerweile alles vorkauen musst, ne, in den ganzen Spielen und alles automatisch geht am besten nur noch. Da ist halt einfach keine riesen Challenge mehr dabei. Das ist das Traurige an der ganzen Scheiße. Auch wenn da manchmal alte Spiele frustrierend sein könnte, aber da hast du noch viel mehr gelernt draus, ne? Jetzt bin ich mir jetzt sicher, konnte man bei City Show. Doch, konnte man, ne? Natürlich. Und dieser blöde Script Jump, ne? Das ist halt echt so, ne? Und auch dieses Zwanglose, dass du einfach zocken können, wie und wann du wolltest, ohne umständliche Installation und sonst was, ne? Heutzutage hast du ja kreuz und quer Launcher Bounce und was weiß ich, ne? Das ist bäh. Kannst du einfach nicht ausdenken mehr. Und vor allen Dingen die unfertigen Spiele, ne? Das ist der Hammer. So, jetzt erstmal so schnell wie möglich die ganzen Avery-Missionen durchbringen, dass sie mal die Helikopter-Mission machen mit dem Controller. Kann ja leider Destruction Man nicht spielen oder Demolition Man nicht spielen auf Tastatur, weil die Steuerung einfach unmöglich belegbar ist. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Vercetti. Naja, und das, wenn du überlegst, das war eigentlich nur wegen Command & Conquer und andere Strategiespiele, wo auch zu der Zeit rauskamen und einfach viel mehr gehypt wurden und beworben wurden, mehr oder weniger, ne? Da ist halt das Battle Rims leider richtig in Vergessenheit geraten.
muss man echt sagen. Ich glaube, ich spreche den Titel bis heute nicht richtig aus. Ich sage immer Battle Realms, obwohl es Battle Realms heißen müsste. Ja. Diese typische alte Deutschmanier noch da damals. Als man einfach noch auch nichts Englisch konnte. So, ne. Ich muss mich echt mal dran orientieren, dass ich öfters das Radio ausmache. Weil einfach Hintergrundmusik und Radio überlappen sich die ganze Zeit dann. Zumal ich ja auch nicht will, dass meine ganzen VODs wieder auf stumm sind. Deswegen. Chillimilli. Ja, Metal Dave, Alter, grüß dich. Du Wahnsinniger. Kann das sein, dass die den Clothes Shop umgelegt haben? Oder bin ich nicht mehr in Vice City drin so lang? Dass ich mich dann membern tue. Dave, ey, dass es dich überhaupt noch gibt, hey. Ja, grüß dich, Alter. Schade, dass die ganze Neujahrsfeier-Sache nichts geworden ist. Bei dir. Echt schade. Ach, shit. Noob, Segi am Start, nice. Ja, immerhin hat Definitive Edition wenigstens ein Checkpoint-System, wo wenigstens mal funktioniert, nicht so wie die Mobile Versions. Ach, scheiße, ey. Und schauen wir mal, Drive-By macht, ne? Einfach mal aussteigen und das wieder killen lassen, man kennt's. Klassik. Oh, immerhin. Ich hoffe wenigstens, das war ein bisschen Depression zerheiternd, was übers Jahr abging, alles. Mal da, weil man halt, ne, sich nicht mehr freuen, feiern kann, ne? Das ist halt auch beschissen dann. Ah ja, das ist einfach traurig, ey. Das ist, wenn man mittlerweile Rockstar Games kennt und gesehen hat, dass die den ganzen Multiplayer-Modus haben verschandeln lassen in GTA 5 und GTA 4, ne? Und die ganzen Kinder haben alles machen lassen, was sie wollten, ne? Ohne ordentliche Anti-Cheat-Bemühungen, dann hat schon alles seinen Sinn gehabt, dass es so kommt. Und dann noch mit denselben Devs arbeiten zu lassen, wo schon die ganzen Mobile-Ports verkackt haben, dann ist doch auch klar, ne? Das ist traurig. Nicht umsonst hat sich Wardram Studios in Grove Street Games umbenannt vorher, ne? Dass es nicht ganz so auffällt. Ja. Nur komisch, wenn man sich davor ein bisschen informiert hat. Ah ja, Dave muss. Aufgeben wäre so easy auf jeden Fall, das stimmt. Da gibt es immer noch andere Gestalten, die wir kennen, die wo sich eher mal Gedanken machen müssten, wie und was abgeht. Ah ja klar, Mobile Games, ey, die müssen natürlich schön befeuert werden, ne? Da muss Action abgehen, klar. Weil es auch die dümmste Art von Konsumenten ausmacht, die wo ja auch für jeden Scheiß Geld bezahlen, ne? Für Mikrotransaktionen hin und her, ne? Ja, ich mache auch über OBS Streams, also hauptsächlich über die Streaming Software. No. Bin zu weit, gell? Oi, oi, oi. Ich hab doch noch die andere, die. Ach komm, jetzt habe ich erst recht verkackt, ja, das ist bitter, hä. Ah, man hätte auch mal Animationen überarbeiten können. Nö. Macht ja alles Arbeit. Könnte man immer noch mit der Ausrede kommen, ha ja, das wäre eine Sache für ein Remake, ne? Aber das dann als Remaster zu nennen, hä, das ist doch Bullshit. Ja, genau. Ich stelle mir auch gerade an, wie Hund zum Scheißen kommt mir gerade so vor, auf, ne? Anstatt ich einfach mal das Gewehr nehmen und von weiter weg draufballer.
Oh Gott, Mikrotransaktionen in GTA, ja, da würde ich mich ja freiwillig, da würde ich freiwillig, dann würde ich einen mobilen Livestream machen. Ich habe ja einen Haufen GTA Retails bei mir, ne? Ich würde die alle auf den Haufen schmeißen und verbrennen, ne? Auch wenn sie nichts dazu können. Und dann schön tausendmal auf jede Rockstar-Webseite taggen, dass sie das schön sehen, ne? Auch wenn es ihnen auch einen Scheiß interessiert, aber trotzdem, es müsste halt jeder mal machen dann, ne? Und dann auch keine Games mehr kaufen von den Kaspern. Richtig boykottieren, mehr oder weniger. Und dann müsste ich von San Andreas schon ein paar CDs verbrennen. Na, da hätte ich ein, zwei, drei Kopien vom selben Spiel auf jeden Fall da. Eigentlich schade ums Spiel, aber dennoch. Ist das schon wieder relativ hoch, der Delay, oder ist der schon wieder alles dann normal? Soweit? Ne, der ist normal, gell? Ja. Sehr fein. So muss das auch sein, ey. Bei Restream habe ich bestimmt wieder Probleme gehabt, warum auch immer. Erst seit das letzte Mal Battle Realms durchgezockt hatte. Ja, der Test kam pünktlich auch an zu der Zeit, wo Dave geschrieben hat. Passt schon. Passt schon, hätte ich gesagt. So. Ich hatte doch noch eine. Ah, da. Ey, dieses Waffenrad, ne? Anstatt man es einfach. Alter, what? Ey, diese KI, ne? Oh, das ist ja hardcore auf den High-FPS, ey. What the fuck, ey? Holy shit, ey. Warte mal, habe ich Frame Drops? Ah, jetzt habe ich den Bug, dass es mir OBS über den Balken anzeigt. What the fuck? Unter dem Balken. Warum? Moment mal kurz. Hä? Ein nicer Bildschirmbug, natürlich. Jetzt muss ich hier extra OBS-Liner ziehen, weil es nicht richtig annimmt. So. Ah, ne, also die Bitrate passt noch auf jeden Fall sehr gut. Ja, es sollte ungefähr so Standard-Delay sein, denke ich mal. So circa. Mich wundert es ja, dass ich heute gleich Inhalt hatte, nichts wie gestern. Neuta? Sagt mir jetzt gerade nichts, ne. Oder wir würden das ausgesprochen Noita, no, Neuta und Neuta. Sucht mir jetzt gerade nichts. Diese Y, ey, ich glaube, ich muss mal die Y-Empfindlichkeit höher stellen. Kann man ja komischerweise machen in dem Spiel, ne? Ah, ja. Weil gerade die Achse, wo eigentlich immer verbuggt war, ist einfach mal minimalst verbessert worden, aber nur wegen der Analogsteuerung auf PC konvertiert, deswegen. Aber es musst du jetzt halt alles manuell einstellen. Aber so viel Verbesserung hast du da auch nicht. So, jetzt pass mal auf, ey. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das jetzt? Zumindest, ja, ich könnte auch von der Kasse von hinten nachher kommen, oder? Da gibt es doch, glaube ich, bestimmt auch einen Durchgang. Bevor ich mich mal von vorne da ins Nest reinhocke. Okay. Ja gut, da gibt es halt einen Haufen Möglichkeiten wieder, ne, das Game auch zu capturen. Im schlimmsten Fall, wenn es eisig springt, muss man leider immer Bildschirmaufnahme machen, aber das halt den Scheiß verstecken, was du halt offen hast, ne. Das ist das Nächste. Ah ja, natürlich machen wir das so, oder? Ich hätte es doch gesagt. Ah ja, klar. Five Head Seggy wieder am Start. Ja, erst hat man gleich mal logisch denkt, ne. Alter, was ist los? Ey, die hauen aber auch Instant Damage rein, ne, das ist der Wahnsinn. Und vor allem die KI oben zu halt einfach mal gar nicht, ne? Ah, doch. Oi, 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 oi. Aber gerade durch die neue FPS und so weiter und so fort und ich glaube auch an minimal Physikänderungen, hey, ist das Spiel einfach so slippery wie sonst was. So war, weiß ich die damals noch nie im Leben, hey, ne? Aber auch allgemein die Trilogie, hey, das ist der Wahnsinn.
Alles muss ich mir auch mal reinziehen, hey. Ob das für mich dann taugt. Vor allen Dingen auch, was ich auch oft merke, ne, wenn ich mit der Kamera in einen gewissen Winkel stehe und ich will nach links lenken, es sagt mir einfach das Lenken, ne? Oder lenkt halt mal überhaupt nicht nach links. Das ist so am Arsch, die Steuerung immer noch. Das ist einfach krank, ey. Da tun mir echt die ganzen Speedrunner, die ich gerne verfolgen und das ja wirklich auf Krampf speedrunnen müssen, weil sie einfach die Rekorde wieder haben wollen. Die tun mir einfach alle so dermaßen leid. Das ist einfach unfassbar. In den Versionen hast du einfach keinen Mehrwert. Das ist einfach so. Es ist einfach nichts, was in der alten Version schlechter wäre als hier, außer die Grafik, aber es zählt für mich halt einfach nicht. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that prick? You kill Leo? You must have big horns. Wanna work for me? Stop by my father's cafe in Little Havana. And we'll talk mano y mano. Hört sich nach guter Coop-Action an. Coop. Koopa. Koopa Geep. Yo, Leo, der Leo ist dead. Der Dias, ey. Erstmal einen dicken Penis kompensieren mit dem schnellsten Boot. Mal, mach mal den, weiß ich nicht so. Oh, hätte ich mal richtig Bock, wenn weiß ich die richtig schönen Chaos-Mod noch dazu hätte. Weil Rainbow Meister gibt es ja zum Glück. Aber Chaos-Mod muss echt noch gemacht werden. Und wenn sich Kai und ich mal dahinter hocken müssen irgendwann, der wird auf jeden Fall kommen müssen. Wahnsinn. Bin mal gespannt, ob da Lord Moore noch was bringt. Der war auch San Andreas Rainbow Meister gemacht hat. Rainbow Meister Chaos Mod. Vielleicht kommt da noch was. Ich werfe dir das Boot ins Wasser. Junge. Ah, ich kann mich ja bücken im Spiel, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ah, shit, ey. Oh, shit. Gab's jetzt irgendwie noch ein Live-Pickup? Zufällig. Aber ich glaube, gab's nur die Mac. Die Macintosh. Oh, da träume ich auch schon von, hey. Oder allgemein so ein GTA im Kirchen oder sowas, das war auch mal richtig nice Sache. Aber jetzt mal wirklich. Jo, der Meng Meng. Oh oh. Oh oh, bitte nicht rushen, danke. Jetzt müssten noch ein, zwei kommen, theoretisch. Oh shit. Ein Glück der dummen KI, hey. Nein, nein. Auch ich hätte vorher Waffen wechseln sollen. Nein. Schade, schade Schokolade. Das ist halt der Wahnsinn, ey. Das ist halt Schwierigkeitsgrad mindestens mal 500% gesteigert. Das ist halt echt so, ne? Selbst der Inferno steuert sich schon mal ganz anders, als man es eigentlich gewohnt ist. Ich müsste halt echt mal V-Sync anhauen, 30 FPS, ey, dann wäre das halt vielleicht noch am ehesten spielbar, so wie ich das kenne. Weil einfach komplett unlocked FPS zu lassen, merkt man mal, was die Physik treibt. Vor allen Dingen die gegnerische Schussgenauigkeit. Uiuiui.
Ach, da lebt er noch einer. Holy shit. Ja, der Meng. Ach, die haben ja eigentlich alle gar nichts, ne? Also außer ihren Schraubenziehern da. Jawohl, Schwiggy, hau rein, mach's gut dann. Ich weiß nicht genau, ob ich bei dir noch später rein kann, theoretisch, weil bei Kai läuft nachher auch noch ein schöner Kochstream. Ich möchte nicht unbedingt verpassen eigentlich. Aber ich werde natürlich sehr appreciated, bei dem auch wieder reingammeln zu können demnächst. So. Nice. Aber halt, ich verstehe nicht, wie man das verkacken kann, weil es eine ewig lange Distanzdarstellung zu machen, da einfach die Modellierung oder die Modellierungsschärfe von den Gebäuden einfach zu verkacken und zum Auflösen in der Distanz, ne? Wieso hat man sowas vergessen? Da fange ich doch sowas nicht an, ne? Ich meine, klar, es könnte vielleicht dran liegen, wenn man halt einfach die Switch-Version oder die S-Version, was da rauskommen sollte, portet, ne? Aber halt einfach keine Leistungsverbesserungen vornimmt für PC, das ist traurig. Was kann man nicht bringen? Aber scheinbar kann man es schon, ne? Oh, das Blinde Sam muss ich echt mal wieder auch wieder Gamma L wieder ordentlich reinziehen, alles. Muss ich auch mal wieder geimen. Schon ewig her, dass ich einen Einser gezockt habe. Ein, zweimal durchgesucht, damals die letzte Villa-Mission, die war auch so dermaßen krank, gell? Ja, also zu viele Quicksaves machen es halt viel zu einfach, ne? Das ist einfach Tatsache. Das muss echt nicht sein. Steh ich aber auch dazu. The Lance. Lance All Days von Lance Vance Dance. So Tommy, we know it was Diaz busted our deal. So why in the hell are we running errands for him? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. I like your style, man. Real fresh. It's time for the Lance Vance Dance. Ja, tanz für mich, du Tanzbär, du 31er. Wenn man eigentlich mal überlegt, hey, aus was die Story ist, was von Eiser Dude eigentlich Vic Vance ist, ne, und so richtig Schlange der Lance ist. Richtig, richtig behindert. Watch yourself, they're coming from all over. Got him. Head for Diaz as fast as you can. Eat it! Ich find's schade, dass es ganze Storyteile nie auf PC kommen. Das ist eigentlich richtig abgefeuert, weil ich kann einfach nichts auf Konsole zocken, was GTA angeht. Das ist für mich alles zu schwammig. Da möchte ich mich auch mit motivieren dazu, mit Analogstick zu aimen, da bin ich ehrlich. Mag vielleicht manche Shooter geben, die auf Konsole mehr Spaß machen, aber ganz sicher nicht GTA. Ja, das ist halt so, Dave, ne? Genau, PSP und PlayStation 2, genau, das war relativ easy gehandhabt. Aber man muss halt auch sagen, weiß ich, die Storys war halt vom Storytelling und auch von Missionsabwechslungsreichtum wieder einer der geilsten Sachen. Das heißt eigentlich wie geht das Andreas 2.0, wenn man so will. Was jetzt rein vom Spielspaß angeht, also atmosphärisch zwar immer noch weiß ich die, aber. Ne, weißt du was ich meine? Oh ja, Splinter Cell 1, das ist. Da gab es echt also Momente her, wo auch in-game relativ buggy war. Da hast du als die Leute sonst so verstecken können oder sonst die abmoxen können, da aber war immer irgendeine so Sau, hey, wo die da abgefuckt hatte. Das stimmt. Weißt du, Hauptsache Achievements implementiert, die auch jeder wollte, genauso wie Design Medicam letztes Mal. Da gab es extra, das war
einer der drei großen Implementierungen, das war die S1 Medicam, die wollte auch jeder haben, klar, die mag auch jeder. Auf jeden Fall, die braucht man. So, jetzt muss man zum Kernel. Jetzt haben wir keine Diaprojektor-Mission mehr. Aber es toppt halt immer alles noch nicht Assassin's Creed in mancher Hinsicht, zumindest die älteren Teile. Immer die Logik dann jedes Mal, ne? Du sollst alle unaufmerksam killen, aber wer soll hinterher noch was aussagen, ne, wenn alle tot sind? Hauptsache dann wieder wer jede Scheiße synchronisieren lassen, wenn du die töten sollst. Das ist die beste Logik. Wenn du da auffällig tötest. Das stimmt. Das wäre auch saudämlich, ey. Wenn das ein richtig herkömmlicher Shooter wäre. Ah Dave, kannst du dich noch erinnern, das letzte Mal warst du da überhaupt da, wo ich Pilotenchaos quasi geglitscht habe, dass ich die 200.000 gleich zu Beginn hatte. Da merkt man mal einen Unterschied, ne, dass du in GTA 3 viel zu überbezahlt für jeden Scheiß warst, und weil du brauchst halt einfach so viel Kohle und bekommst nichts. Das ist so typisch. Das ist einfach sick. Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. Naja, der geile 360 Grad Wahrnehmungsradius, obwohl sie in die Richtung schauen, das ist so geil, ja. Das ist echt. Umsetzung halt, typisch Ende 90er, 2000er. We're in too far now, but thanks for the call. Speak to you later. Muss mal zwischendurch mal Ausschau halten, ob Kai streamt, weil dann würde ich auch relativ zeitnah Schluss machen und den hosten. Bei allen Verständnis, so gerne wie ich das Game auch weiterzocken würde, erstmal. Ne, ist noch nicht online, ne? Nö. I don't have time to run more errands, Cortez. Weil dem Dude gönne ich einfach jede Aufmerksamkeit. Bester Mann. Deswegen sollte Kai hier in den Chat reinkommen, sollte sich auf keinen Fall aufhalten lassen. Ich werde, sobald er anfangen will zu streamen, einfach gleich switchen. Jetzt war das gerade schon wieder mit der Kamera, dass ich nicht nach links lenken konnte. What the fuck, ey. What is this? Ich glaube, ich habe es eigentlich noch nie geschafft, bis auf einen Controller irgendwas zu zerstören, weil ich in irgendeinem Game geraged habe. Das war bis jetzt das einzige Mal, glaube ich, wo ich irgendwas zerstört hatte. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wegen was und bei welchem Spiel es überhaupt war. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, das war sogar damals auf der PS3 Assassin's Creed Brotherhood, wo ich... Ihr kennt doch, also falls ihr Brotherhood kennt, ihr kennt doch dieses VR-Training, wo ihr alles Gold abschließen könnt für 100%, ne? Da gab es, glaube ich, irgendeine Scheiße mit den Wachen unaufmerksam töten in einem gewissen Zeitfaktor, der wo ganz, ganz kurz war. Ey, da habe ich mich so dermaßen reingesteigert und wollte es so dermaßen schnell haben, ne? Ey, ich habe, glaube ich, 6 Stunden an der Scheiße gesessen und ich habe hinterher fast das halbe Zimmer zerstört, ne? Das war der Hammer. So, ich glaube, die halten da vorne an den Donutladen an. Irgendwie muss ich den gleich raiden. Ist die Frage, mit welchen Waffen, ne? Ja, die M60 habe ich. Die Kruger heißt sie. Hätte auch mal gucken können, wie sie heißt. Vorhin ist mir da eingefallen. Mit der M60 mache ich halt nicht allzu viel, ne? Aber besser als nichts. Dass ich zumindest die anderen Kasper kurz killen kann. Ja, gerade die ganzen originalen Konsolencontroller sind sehr, sehr, sehr gerne teuer. Und bleiben halt auch relativ hoch bei preisstabil. Das stimmt. Ja, ich habe es zum Schluss auch geschafft, mit der Zeit, wo man halt einfach mal besser wurde, insgesamt auch. Aber es hat mich halt so abgefuckt, auch allgemein diese 100%-Bedingungskacke, ne?
Ich könnte die doch rein theoretisch. Ging das nicht sogar? Oi, 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 oi. Genau, ich könnte doch einfach rauskicken, genau. Easy peasy. The easiest raid ever. Das war aber jetzt auch gerade lucky, dass sie alle auf einmal ballern konnten. Holy shit. Ey, das ist. Ich habe es so gehasst, ne? Ich war eigentlich nie der, der wo immer gerne 100% und alle Achievements in jedem Spiel haben wollte, aber in AC hat es mich einfach gefickt seit dem zweiten Teil, ne? Einfach jedes Spiel durchspielen zu wollen, also auch mit allen Gegebenheiten, was es gibt. Aber es gibt halt einfach Spielmodi, die wollen alles übertreiben, ne? Das ist der Wahnsinn. Da denkst du als mal wirklich, ey, das waren richtige Sadisten, die Producer. Oh shit, ey. Nice, nice, nice. Easy peasy. Gut, dass ich die M60 noch hatte, zeitlang. Oh, ich bin schon richtig hyped auf GTA 3 Speedrunning zu lernen. Allein schon mit den ganzen Replay-Glitches, any percent, ja. Ui. Ja, nice, der ist jetzt auch mal 3 Kilometer weit geflogen, der Ampelpole. Einfach mal als erste Personal Best aufzustellen, dann bin ich schon wenigstens mal zweitletzter in der ganzen Rangliste. Wenn ich so gut durchziehen kann wie das erste Mal. Ich finde es schade, dass es die Regelung gibt, dass man nicht mit Silent-Patch spielen darf. Da muss ich mir so viele Umstände machen, dass das Spiel ordentlich läuft. Das finde ich so ärgerlich. Das sagt schon alles aus, wenn man einfach in den Autotank schießt, ne? Dass es gleich instant hochgeht, was nie möglich wäre in echt. Einfach geil. Aber auch so in dem Spiel, das stimmt. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass die einfach so schnell hochgehen. Ich glaube, ich brauche einen Anruf, gell? Ja. Der Paulo. Ja, leider ist bei CD viel zu kurz von der Story. Ich finde es echt schade. Da hätte man sich so viel mehr Zeit lassen können auch, aber was gut, das willst du erwarten, nach einem Jahr geht der 3 Release, ne? Dass das so schnell die Story zusammenkommt, war ja nicht absehbar, dass das so schnell läuft dann. Ja, ich weiß, Dave hasst 2CD, ich kenn's. Ja, vom Setting her wäre es echt gut geworden, aber man hätte es viel größer machen müssen, ehrlich gesagt. Aber selbst für damalige Zeiten schon. Man hat ja gesehen gehabt, was ein Jahr später möglich war mit San Andreas, ne? Theoretisch. Oder 2 Jahre. Oder wie Dave es auch schon oft gesagt hat, man hätte es einfach auch als DLC anbieten können für GTA 3. Hätte ja auch eingesehen, ehrlich gesagt, ja. Das stimmt, die hätten auch viel mehr Strandaktivitäten erzeugen können, ja. Da ist halt einfach alles leer gefaked wie im Ghost Town. Das muss man zugeben, das stimmt schon. Aber da kann man echt froh sein, dass es mittlerweile echt so geile Modder gibt, solange sie noch nicht von Rockstar Games weggestrikt werden, aus behinderten Gründen wie das hier. Die wo einfach das Spiel mehr aufleben lassen. Die muss wenigstens versuchen, ne, im Gegensatz zu den Originalen. Ja, das ist wirklich so. Und halt auch, was ich auch nie verstanden habe, auch den kurzen Zeitraum wieder zwischen den Release-Dates, ne. Wenn GTA 3 2001 Oktober rauskommt und bei City im nächsten Jahr Oktober, dann war's klar, ne? So, hier die Franchise-Scheiße hat noch nie funktioniert, dass es ordentlich, ausgearbeitet ist. Oder halt auch GTA 4, genau. Also eine einzig riesige Stadt eigentlich. Wo auch am meisten Action passiert auch, ne? Überall. Wo auch am meisten belebt ist. Das stimmt. Ui, nicer Hop. Ach, das ist jetzt schon die Lenz-Befreiungsmission. Eieiei, tatsächlich. Da wäre jetzt natürlich ein Ding besser. Ein Sportscar. Den Phoenix nehme ich auch gerne, wenn er mir da lässt. Ne, lässt er natürlich nicht. Nein! Shit. Shitio. Jetzt kommt aber der nächste, oder? Ja, immerhin. Aber das müssten. Ist das ein Felser? Ne, ist Dinger.
Holy shit. Ah, okay, Kyopai ist auch online. Ich würde sagen, ich probiere die Mission 1, 2, 3 Mal und schließe die ab. Und da werden wir auf jeden Fall gleich rüber switchen. Weil allzu lange hatte ich heute auch nicht vor. Auch wenn es jetzt knapp nur eine Stunde wäre. Da wird morgen auf jeden Fall nochmal reingespitzt, hätte ich gesagt. Aber ein, zweimal probieren wir die jetzt auf jeden Fall, das wäre sonst schade. Okay, amigo. Oh shit, das fängt schon mal gut an. Ja, nice, schaffst auch nur eine Definitive Edition, einfach da reinzupacken. Oh, ich hasse das Waffenrad, gell. Oh, ich darf Lenz nicht abschießen, der ist jetzt wieder down. Du Wahnsinniger, oh, was gammelst denn rum? There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. You killed my brother. What do you expect me to do? Mow his lawns? Jawohl, Lucifer, hau rein. Danke vielmals, dass du da warst. Ich wünsche dir echt alles Beste heute Abend. Meisten Fun, den man haben kann. Und hoffe, ich kann dich bald auch wieder begrüßen. Alles easy. Bis dann, dann, gell? Das ist ja gut, keiner. I'll be waiting! Ba 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 ba. Bester Radiosender, weiß ich dir, hä? Emotion und Flash, einfach beste Leben. Flashback. Ups. Ich hätte auch einen Strand nehmen können. Also wieder sehr, sehr schlau gewesen von mir. Wieder sehr, 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 sehr schlau. Uiuiui. Ach stimmt, ich konnte noch reverse driften, Alter. Mir kommt da kein Englisch mehr aus dem Maul. Sehr gut. Jawohl, dann mach's gut. Iron hält der ein bisschen was aus, der gute Trashmaster. So wie man ihn kennt und lieben gelernt hat. In den meisten GTAs zumindest. Ja. Ah, Dave weiß noch die Stelle, hey. Da wo ich in Rainbow Miser gezockt hatte und ich ums Verrecken nicht die ganzen Kopftötungen hinbekommen habe, dass ich einen Haufen Schmiergeld bekommen habe. Da wo ich fast halb beim Verzweifeln war, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass ich einfach von den Cops abhauen und dann hast du das Sachschaden machen, ne? Das war so richtig bescheuert. Hab ich mich da aufgeregt, ey, zwischendurch. Weißt du, Lenz soll ins Krankenhaus, ey, kein einziger Kratzer. Was hat denn der? Nix, der humpelt nicht mal. Null, null hat er, null. Die Mission einfach beste, ey. So. Also gut, ich baue jetzt nochmal kurz manuell, weil dann haue ich jetzt nämlich auch demnächst ab und toaste gleich den Idioten Kyopai. Bei dem könnt ihr auch gerne auch ein Follow da lassen, wenn ihr wollt. Ihm eher als mir, sage ich mal so. Ah ja, klar, Ätzeler offenes Bein, ne? Und geht auch bald in den Knast, demnächst Ende März. Zumindest wird's entschieden. Ach schön. Tatsächlich sogar als Alarm. Ich bin halt wieder so richtig hyped, was das Thema angeht, Dave, ne? Das ist unfassbar. Aber ich habe schon wieder so das Gefühl, dass gewisse Glück des gewissen Herren, den wir wieder relativ brennend sehen wollen, ist eigentlich wieder so hoch, ne? Dass die Wahrscheinlichkeit mal wieder richtig besteht, dass es doch wieder nichts wird. Müssen wir echt mal gucken, wie das aussieht dann. Aber gut, ich möchte ja natürlich nichts zu nichts aufrufen, ganz klar, ne? Alles easy peasy, chilly milly. Ein bisschen Spaß muss sein, ne?
Stimmt, die Diaz-Villa haben wir ja noch nicht. Das stimmt, das müsste eigentlich das größere Glück sein normalerweise, ne? Wenn das eine... Ah, oh, jetzt hat sich mein... Warum passiert das öfters unter Windows 11, ey, wenn ich die Spiele spiele? Ah, verdammt. Ihr seht jetzt, glaube ich, gerade nichts, oder? Oh, shit. Oh, shit. Dave ist gerade bei mir noch ein Bildschirm sichtbar. Also, seht ihr das Game noch, wie ich spiele? Ah, sehr cool. Ich muss gerade auf dem linken Bildschirm spielen, weil es einfach der Primärbildschirm verabschiedet. Da ist irgendein Bug. Bei mir wechselt er gerade die ganze Zeit durch. Jetzt habe ich einen fatalen Error. Ah, oh, scheiße. Okay, das Game ist kaputt im Moment. Ach, so eine Scheiße. Hey, das hatte ich schon mal gehabt. Ich weiß nicht, was das ist, hey. Also entweder ist da irgendein Kack-Trojaner auf dem PC, hey. Auf dem PC-Computer. Ja, weil bei mir gerade die ganze Zeit das Spiel versucht wieder auf dem Primärbildschirm zu rutschen, ne? Weil er sich gerade wieder, warum auch immer, abgeklingt hat. Ich glaube, dass da irgendwas... Na, jetzt ist das Game wieder natürlich auf der anderen Seite. Jetzt muss ich gucken, dass ich es nach rechts rutschen kann wieder. Ich glaube, dass da entweder der GeForce-Treiber spinnt oder irgendwas anderes ist. Oder der Adapter vielleicht verreckt, weil ich habe mehrere HDMI-Ports an dem Adapter, dass der irgendwie langsam abkackt. Auf jeden Fall mega behindert. So, jetzt bin ich wieder mittig. OBS brauche ich auch wieder zum Kontrollieren. So. Ach, so ein Bullshit, hey. Ja, das hasse ich wie die Sau. Das habe ich ab und zu mal so alle paar Tage ein, zwei Mal ungefähr passiert das. Ganz komisch. So. Also, ein Glück. Das muss ich lassen. Autospeicher haben wir gerade echt einen Arsch gerechnet, Arsch gerettet, ne? Ey, sonst hätte ich wieder 5 Missionen machen dürfen, ne? Das ist das Einzige, wo ich jetzt mal sagen kann, okay, das hat sich echt rentiert. Und falls es jetzt gleich wieder passieren sollte, das Spiel wieder auffängt, dann speichere ich das offstream. Weil es geht mir jetzt irgendwie auf den Sack, da muss ich mal gucken, was das ist. Weil das ist nämlich nicht normal. Weil ich merke auch beim Windows-Start, dass ich dann nämlich ab und zu, wenn ich hochfahre, dann passiert es immer so, dass nie der primäre Bildschirm aktiviert wird, dass der immer im Bluescreen bleibt. Und dann wird er mal aktiviert in der niedrigsten Grafikeinstellung. Ich kann keinen Full HD einstellen. Und dann, wenn ich ein paar Mal den Adapter switchen lasse, dann geht es irgendwann mal selber auf 1020 Pixel selber rein. Also ich glaube, dass es der scheiß Bitter ist, wo ich da hab, dass da irgendwas, dass da auch bald einen Geist aufgibt. Das glaube ich am ehesten zu langsam. Da muss ich auf jeden Fall mal umstecken dann. Wenn das jetzt auch öfters passieren sollte. Erstmal andere Ports ausprobieren und sobald man Isaacs hilft, muss ich den mal aufmachen, vielleicht finde ich was. Und wenn nicht, muss ich ihn halt mal weghauen irgendwann. Schade drum, aber dennoch. Wobei ich muss aber auch sagen, der liegt jetzt auch schon gute 6 Jahre da. Da kann ich mich nicht beschweren, das geht sogar. Von dem, was man heute kennt, was man alles gleich abkackt. Und der hat auch nicht die Welt gekostet gegenüber von anderen Splittern. Habe ich gerade Soundbug? Ah ne, der kratzt nur am Boden, gell? Ah ja. Tomás, it's Cortés. Tomás, die Lokomotive. So. Oh, dass man die scheiß Phone-Calls nicht skippen kann. Das hätten sie auch wenigstens mit einbauen können, ne? Wenn sie mal was gedacht hätten und sie meinen, sie machen einen Remaster, ne? Dann hätten sie auch mal schön wie in San Andreas überspringbare Anrufe reinmachen können, auch wenn es damals nicht möglich war, ne? Nichts. Sie haben einfach nichts dergleichen gemacht, das was irgendwie innovativ wäre. Geil, geil, geil. Aber Rockstar Games faul halt, wir wissen es ja. Da könnte ich den ganzen Tag nur Mimimi drüber machen, ja, auch wenn ich es schon tausendmal in die Schallplatte wiederholt habe. Aber es riecht mich einfach so auf, ich kann mich immer wieder drüber aufregen. Immer wieder. Weißt du, Hauptsache die hässlichen Flammen da verbessert. Minimal, das ist natürlich wichtig und wie es aussieht vor allen Dingen, ne? Das ist das Nächste. So, jetzt fahren wir noch schnell save, ne?
Na, haben wir das heute auch gepackt fürs Erste. Erstmal den hässlichen Esperanto weg, oder wie der heißt. Brauchen wir nicht. Ich muss immer noch lachen, es gab mal tatsächlich einen Guide, den zeige ich jetzt mal kurz zum Schluss noch. Dass man der heutigen Generation zeigen muss, dass es nicht nur noch Autospeicher gibt, in GTAs vor allem, wo angemerkt, ne. Das ist echt geil. Also wir machen jetzt mal Vice City zu, dann blende ich mal ganz kurz einen Artikel ein. Wenn ich ihn finde. War doch GTA Definitive Edition speichern. How to save. War das das? Der Multiple Save Point zu kennen. Da gab es noch irgendeinen, das weiß ich noch ganz genau. Da gab es einen richtig. Ich weiß nicht, ob das ein parodistischer Beitrag war. Gut so. Ja, gut, die Seite verrät es eigentlich schon, dass es mehr oder weniger parodistisch ist, glaube ich. Aber das war richtig nice. Jetzt müssen wir kurz gucken, noch schöne Fensteraufnahme. So, Moment. Wie ist denn das jetzt? Ich glaube, machen wir kurz extra Fenster, dann ist es wenigstens übersichtlich. So. Auto save da. So. Die erläutern halt in dem Scheißartikel tatsächlich, wie man in San Andreas Vice City Definitive Edition speichern soll, dass es doch tatsächlich Speichersymbole gibt, dass man da auch manuell saven kann und nicht nur das Spiel automatisch speichert. Das kannst du doch nicht ausdenken, oder? Könnt ihr euch selber nochmal durchlesen, spaßhalber, wer noch da ist, aber das ist echt witzig. Das ist echt geil, hey. Dass man mittlerweile echt darauf aufmerksam machen muss, wo man genau speichert, ne, das ist... Ne. Das ist einfach, da bist du einer Generation Z angelangt, ne, mittlerweile, das ist echt unglaublich. Also gut, Leute. Dann gehen wir auf jeden Fall gleich zu Cryopal rüber. Vielen Dank und herzlichste Liebe an euch alle. Mein Kribbelherz wie vom Herzinfarkt hier, genau. Ja, nice. Wir machen auf jeden Fall entweder morgen oder übermorgen weiter noch, dass wir das Spiel durchkriegen, dass ich langsam zu so mein Favorite Game of All Time, wenn es nicht die Definitive Edition wäre, dass ich da so weit hinkomme. Und zwar San Andreas, ne? Und gut, ne? Dann wünsche ich euch noch eine schöne Elbetsche. Und wir gehen jetzt zu Kaiopai. Wer keinen Bock hat, verpisst sich. Und wer Bock hat, zeigt die Liebe. Ja. Und bis morgen dann. Ne? Ade, peace, üff und ciao.